Verbinde alle Juwelen mit den Lichtstrahlen. Der Lichtstrahl wird über das rote Juwel aktiviert. Drehe die Juwelen, um die Lichtstrahle zu lenken. Nutze die Reflexion, um das Licht zu biegen. Blaue Juwelen dürfen nur einen Strahl empfangen, grüne Juwelen zwei Strahlen, das rote Juwel viele Lichtstrahlen. Okay. Ich bin jetzt gerade sehr schweigsam und es irritiert mich, weil dass da nichts rauskommt. So, das ist schon mal nicht falsch. Da geht einer durch, das bringt ja nichts. Ich kann den roten nicht drehen. Nicht so einfach hier. Ach, hier ist ja auch noch so ein Dings. Das habe ich völlig übersehen, dass man hier das, dass das hier so bricht. Okay, wie auch immer. Wir haben hier grün, rot und blau. In dem Fläschchen könnte man einen Trank oder Medizin mischen oder Gift. Ja, okay. Nee,
ein so ein Röhrchen fehlt. Ja gut, dann kommen wir so nicht weiter. Ah, Moment. Nee, oh, ich gehe immer hier runter, ey. Wo ist der denn hier? So. Das war doch gut. Na? Okay, das haben wir. Jetzt brauchen wir noch was Rotes und was Blaues. So, aber ich glaube, wir müssen jetzt hier den Dolch einsetzen. Dann kriegen wir die nächste Scheibe. Das hier könnte Orchideensaft sein, jawohl. Fehlt nur noch Wasser. Ah. Okay. So, was ist das jetzt? Giftfläschchen. Und das können wir jetzt bestimmt hiermit kombinieren. Langsam fügt sich alles zusammen. Oh, die dicke Beine. Thank you, Detective. Forgive me for misjudging you. Esme hasn't been herself lately, and I feared you were there to take her away, or worse. This is the key to my workshop in the South Bell Tower. There you'll find some very useful information. I'll meet you there as soon as I take Fleur to Inspector Chaumont. We're old friends. Okay, du hast ein J erhalten. Okay. Wo müssen wir das nochmal einsetzen? Ah, hier fehlt nochmal, hier fehlt der Schleifstein. Da war ja was. Oh. Hier sind wir, glaube ich, noch gar nicht hingegangen, oder doch? Das kommt mir so unbekannt vor. Ganz unten am Seil hängt etwas. Ein Gewicht könnte das nach oben ziehen. Aber wir brauchen den Haken für das Gewicht. Daran erinnere ich mich. Ah, hier müssen wir das einsetzen. Hammermaske. Ach, Marke. Maske. Damit ist aber immer noch nicht geklärt, wie wir das da oben wegkriegen. Nein?
Wo muss es denn dann hin? Und wie einfach mal keine Musik kommt. Nicht immer einen zu weit gehe. Wie gesagt, irgendwo im sowieso Turm. Hier haben wir alles schon eingesetzt. Nimm die Hammermark aus dem Versteck und setze sie in das Türschloss im Glockenturm ein. Ach, da oben funktioniert das? Ach so, oh, ich bin doof. Das habe ich nicht verstanden. Ein Behälter zur Aufbewahrung von Lacke. Ich kann die Zwinge ohne Griff nicht nutzen. Das sieht nach einem einfach konstruierten Schloss aus. Vielleicht komme ich ohne Schlüssel dran. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll. Hier könnte ich etwas Holz einsetzen. Um es zu schnitzen. Keine Ahnung. Drachensymbol. Um die Bedeutung dieser Zusammensetzung zu verstehen, möchte ich hier drei Figuren platzieren. Verschlossen, der Griff fehlt. Draht, oh Draht, wofür brauchen wir noch mal Draht? Da war irgendwas mit Draht. Ah ja, ich weiß auch wo. Hier. So, mit dieser Schaufel. Können wir uns einen Meißel und Lack holen? Stumpfer Meißel. Na gut. Aber jetzt haben wir auch einen Schleifstein. So. Womit musste ich da hin? War das hier? Nee. Hier. Okay, jetzt haben wir einen scharfen Meißel. Nee, auch nicht. Wie lackieren wir jetzt? Und legen ihr den Mantel um. Okay.
Nee, der Pümpel hilft uns hier nicht weiter. Es fehlt noch eine Figur. Okay. Moment mal, wollte der nicht hier hinkommen? Ich muss noch irgendwie die Spinnweben wegkriegen, damit ich an den Haken komme. Und dann an das Gewicht. Dem Balken im Glockenturm. Wo denn? Oh, okay. Die hätte ich jetzt echt nicht gesehen. Many years ago, I prevented Archivus from possessing the full power of an energy weapon I'd built beneath Notre Dame. Archivus punished me by deforming my body and cursing me with immortality. I took refuge in the church with no friends except for the gargoyle. But the day I found Esme, my suffering ended. My daughter brought me a joy I'd never known. My sweet Esme couldn't understand why people were reviled by my appearance, why they couldn't accept me. She hoped she could help me. At first, I could not understand why Esme was acting strange. Then Gargoyle started disappearing. Before I could figure it out, she summoned Archivus, hoping he would heal me. But he possessed her. You must help me rescue her. Take this. I've held on to it for centuries. It will help you activate the window of inspiration. Oh Mann, armer Kerl.